Ja, ich weiß, es gibt die Notenrahmen für so wenig Geld zu kaufen, dass sie es selber bauen eigentlich nicht auszahlt. Aber die sind alle zu groß für meine kleine Fräsen. Also, müssen wir sie wieder mal einen selber bauen, ne? So wie üblich. Kleine Skizzen haben wir sie schon zeichnet. Da kommt das Traum für die T-Not. Und hinten werden wir einen 8er Radius aufmachen. Dann können wir das schön rauskratzen aus der Führung, also aus dem, ja, was halt am Ende ist. Ne? Das habe ich bei Johns Workshop gesehen. Da werde ich in seine Webseiten unten in die Beschreibung eingeben. Naja, dann schneiden wir es einmal auf eine handliche Länge an. Ne? Ja, schätze mal da, werden wir das machen. Der Fost im Wönge, ne? Das tut schon. So, angerissen haben wir sie so halbwegs. Und wenn wir das jetzt einmal aussageln oder schauen wir, wie wir das rausbringen da. Ne? Wir werden uns das ganz einfach da ein wenig rausbohren und dann mit der Feuer. Ja, das wird schon. So, bohrt heben wir es. Jetzt brauchen wir da noch einen schrägen Sägeschnitt und dann holen wir sie das mit dem Zangel raus. Und das war jetzt dann. Nein, und ein wenig mit der Feuer drüber noch. Ne? Und dann passt es schon. So, da. Die Seiten passt einmal. Da haben wir uns jetzt in Radius angerissen.
mit der Schrägen. Und das werden wir jetzt aussagen und ein wenig drüber fallen und dann warst du schon. Ja, wir brauchen da jetzt einen Radius von 8 mm. Recht viel müssen wir da nicht füllen. Das haben wir gleich. So, da. Es war soweit, ne? Ich meine, Schönheitskönigin ist keine, ne? Aber was so ist, wenn es funktioniert, dann ist es wurscht, wie es ausschaut, ne? Probieren wir das einmal. Also das funktioniert ja perfekt. Ne? Es könnte zwar da zum Auskratzen ein wenig dünner sein, aber so ist es, das ist ja der Prototyp. Ne? Die nächsten werden besser.